Lothar Kreisig, Richter Bauer Kirchenmann. Unter diesem Titel zog eine Wanderausstellung am 9. Dezember ins Amtsgericht in Bernburg ein. An den einzelnen Säulen zeigt man das Leben eines mutigen Richters, 1898 geboren und 1986 gestorben, der sich in der NS-Zeit den Forderungen widersetzt hat, geistig behinderte oder psychisch kranke Menschen in Tötungsanstalten zu verlegen. Lothar Kreisig war einer der wenigen, die aus der Justiz heraus Nein gesagt haben, so der Direktor des Amtsgerichtes Bernburg, Tobias Hoffmann. Lothar Kreisig hat 1940, 1941 als geisteskranke und psychisch behinderte Menschen umgebracht worden, als Richter dagegen protestiert. Er hat sich dem verweigert, er hat gesagt, ich mache als Richter da nicht mit, ich bin dagegen, dass so etwas geschieht. Und das hatte dann den Verlust seines Amtes zur Folge. Das hat er gewagt, er war ein mutiger Richter. Etwa 30 Gäste waren gekommen, um sich über das Leben eines standhaften Justizjuristen der Nazizeit, der heute in den Blickpunkt von Richtern und Staatsanwälten gehören sollte, zu informieren. Unter anderem waren zwei Generalstaatsanwälte zur Ausstellungseröffnung gekommen. So auch Erardo Rautenberg. Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg und Jürgen Konrad aus Naumburg waren die weite Strecke nach Bernburg gereist, um diese Ausstellung erstmalig zu besichtigen. Auch der letzte noch lebende Sohn Lothar Kreisigs, Jochen Kreisig, war extra aus Berlin angereist und berichtete über seinen Vater, wie er damals lebte. Er war ein sehr humorvoller Mann und hat viel gelacht, erinnerte sich Jochen Kreisig. Warum gerade zur Weihnachtszeit eine solch ernste Ausstellung im Amtsgericht Bernburg eröffnet wird, darauf hatte Tobias Hoffmann eine Antwort parat. Das ist Zufall, das hat mit Weihnachten nichts zu tun. Irgendwann muss man ja mal eine solche Ausstellung präsentieren, das bot sich jetzt einfach an. Das hat mit Weihnachten nichts zu tun, diese Ausstellung muss einfach mal gezeigt werden. Ob durch Lothar Kreisig Menschen von der NS-Euthanasie bewahrt werden konnten, ist bis heute nicht festzustellen. Sein Verhalten hat jedoch gezeigt, dass man gegen Ungerechtheit protestieren muss.